رمضان 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 مرحبا يا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد منديم <applause> قشفاستا Diese Nasihat heute im gesegneten Monat vom Ramadan geht speziell an die Schüler unserer Madrasa und die Schüler, die bei der Madrasa Sunnah auch studieren, wie auch diejenigen, die Alhamdulillah auch bei uns, also bei mir selbst studieren. Und die Frage auch öfters erschienen ist und gestellt worden ist, dass wir uns schwer tun uns an die Informationen, die im Unterricht gegeben wird, uns die gut zu merken. Wir verstehen, wir vergessen immer wieder etwas und wir sind vergesslich und wir tun uns schwer, Sachen auswendig zu lernen, insbesondere Verse aus dem Koran und so weiter. Was kann diesbezüglich gemacht werden? Und die einfache Antwort darauf ist die Antwort der Salaf und zwar die einfache Antwort darauf ist, dass wir uns von Sünden fernhalten werden müssen, natürlich auch als gemein, allgemein als Muslime, aber auch als, insbesondere als Schüler des Wissens, als Dullabul Ilm. Und diesbezüglich habe ich eine kleine Überlieferung, die in Tabakatul Hanafiya von Sheikh Mullah Ali Qari, رحمه الله تعالى ده حنفي تشيروسكلياته dieser selbe gelehrte hat ein weiteres buch namens طبقات äh, الحنفيه und in طبقات الحنفيه يبلّيفت ليفت ار von امام ابو حنيفه رحمه الله تعالى eine kurze geschichte die hier zu diesem thema sehr relevant ist in dieser geschichte schreibt er كان الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى ورضي عنه إذا أشكلت عليه مسألة قال لأصحابه ما هذا إلا ذنب، أو ما هذا إلا ذنب أو ما هذا إلا لذنب أحدثته وكان يستغفر وربما قام وصلى فتنكشف له المسألة ويقول رجوت أني تيب علي فبلغ ذلك الفضيل بن عياض فبكى بكاء شديدا ثم قال ذلك لقله ذنبه فاما غيره فلا ينتبه لهذا انطبقات الحنفيه يبلغت مولى علي قاري رحمه الله تعالى فن امام ابو حنيفه رحمه الله تعالى اذان له مساله ان تما شرف gefallen ist das er zu seinen gefährten gesagt hat رحمه الله das er zu seinen gefährten die mit ihm Das ist nur aufgrund einer Sünde, die ich gemacht habe. Das ist wahrscheinlich aufgrund eines Fehlers, den ich getan habe. Und hat das Istagfar gemacht, hat Allah Azzawajal um Vergebnis gebeten. Und oft ist er auch aufgestanden und hat angefangen zu beten. Und oft wurde durch diesen, dieses Istagfar, dieses Allah um Vergebnis bitten, dieses taubermachen machen, dieses ist der Istighfar und dieses Gebet oft wurde dadurch das Thema für Imam Abu Hanifa, ta'ala klar. Und nachdem das Thema für ihn klar wurde, sagte er oder hatte gepflegt zu sagen, dass ich erwarte oder ich habe dadurch habe ich jetzt die Erwartung, dass Allah Azza wa Jalla mir vergeben hat. Subhanallah. Diese Geschichte hat einen anderen großen Gelehrten, Fudayl bin Iyad, Rahimahullah ta'ala, erreicht. Und Fudayl bin Iyad, Rahimahullah ta'ala, hat geweint. Und der Überlieferer sagt, Baka Er hat sehr viel geweint. Und er hat gesagt, das ist, das ist, weil Imam Abu Hanifa wenig Sünden hatte. Ja? Außer andere, außer Imam Abu Hanifa, die werden nicht einmal so weit denken. Die werden nicht mal wachsam bezüglich dieser Sache sein. Subhanallah. Und deswegen, meine lieben Geschwister, insbesondere die, die bei uns studieren und die, Alhamdulillah, mit uns diesen Weg gehen, nach Wissen zu suchen und uns, Alhamdulillah, in dieser Hinsicht doch unterstützen. Denn alle meine Schüler und alle Schüler, die bei uns studieren, Alhamdulillah, wir versuchen sie zu unterstützen und sie unterstützen uns. Ja, yani, nee. Wir unterstützen sie, indem wir ihnen das, was wir von unseren Ulama und unseren Gelehrten gelernt haben, ihnen weitergeben. Und sie unterstützen uns, indem sie uns die Möglichkeit geben, über das Ilm zu reden, über das Ilm zu diskutieren, über das Ilm, überhaupt diese Sunnah zu vervollständigen, das Ilm an die nächste Generation weiterzugeben. Und deswegen, diejenigen, die mit uns diesen Weg gehen, walhamdulillah, wir empfehlen Ihnen und wir empfehlen uns selbst an erster Stelle, dass wir uns vor Sünden und dass wir uns vor dem Haram und vor de, von den Dingen, die Allah Subhanahu wa Ta'ala yani uns nicht erlaubt hat, dass wir uns von diesen fernhalten und inshallah Ta'ala wird es baraka und Segen in unser Wissen bringen, was uns wiederum Allah nähern wird oder näher bringen wird. Dasselbe äh, überliefert in Tahdhibut Tahrib, من ابن حجر العسقلاني رحمه الله أستأوخد جيّالتي شكراً جلالة دعاءنا أنا دابس اكل صحيح البخاري جشيب هاتون ففست هات إنفكت دي شرح لك ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى دي سبحان الله ابن حجر العسقلاني نعم أندر موق التهذيب ام هو عن بيوغرافيا وكيع بن جراح الكوفي رحمه الله تعالى وبليفت و اس المحدثون يعني وكيع بن جراح ونزقت ان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى welcher der Schüler من وكيع است Imam Shafi'i hat sich bei Imam Waqi' beschwert und gesagt, in anderen Worten erklärt, dass eine ich mir schwer tue, mich an Dinge zu erinnern. Mein Gedächtnis ist nicht so stark. Subhanallah, wir wissen, das Gedächtnis von al Imam Shafi'i war durchaus viel, viel stärker als wie das Gedächtnis von, von uns. Und von, von der Mehrheit, subhanallah, der Umma überhaupt. Aber trotz allem, das waren große Gelehrte. Und die haben sich immer als klein gesehen. Wobei wir uns mit etwas Wissen schon anfangen, als groß zu sehen. Auf jeden Fall, er hat sich beschwert und er erklärt dieses, Imam Shafi'i rahmahullah, erklärt dieses Ereignis in einer Poesie und sagt: Shakautu ila ich habe mich bei Imam Waqir ah beschwert bezüglich mein Gedächtnis. Somit hat er, Jani der Lehrer, äh, Al ah, hat mir empfohlen und hat mir den Weg gewiesen, Sünden zu verlassen. Und er hat mir erklärt und er hat mir berichtet, dass äh, das Wissen ein Licht ist. Und das Licht Allahs, das Nur Allahs, wird keinem Sünder gegeben. Subhanallah. Und dadurch verstehen wir durchaus, dass es notwendig ist für einen Talibul-Ilm, wie auch natürlich für die komplette muslimische Gesellschaft. Aber insbesondere noch wichtiger es für einen Talibul-Ilm und für einen Schüler des Wissens, ist, wie ich und ihr, dass wir. Ähm, uns von sünden abhalten und uns konstant anstrengen uns von sünden abzuhalten und wenn uns sünden mal passieren bewusst oder unbewusst dass wir wie immer Abu Hanifa, farahimahu taala immer und immer wieder tauber machen istighfar machen allah azza wa jalla um vergebnis bitten möge allah subhanahu wa taala mir und euch dies ermöglichen amen wa akhru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamu alaikum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh